Jojo Leute, was geht ab? Euer Hatzweiler hier wieder am Start zusammen mit der Eike. Hallo. Heute kommt mal wieder ein Reaction-Video. Immer wenn wir ein Video aufnehmen, müssen die Hunde erstmal rumlaufen. Warum auch immer. Immer. Auf jeden Fall kommt heute wieder ein Reaction-Video. Für alle, die wieder Videos schicken wollen, unten steht wie immer die E-Mail-Adresse. Nur eure eigenen Videos. Und ja, schickt mal ordentlich Videos, würde ich noch sagen. Ne, es beginnt nämlich langsam die Winterzeit und da kann man wieder perfekt Reaction-Videos machen. Und Es ist ja einiges wahrscheinlich schon im Jahr passiert, genau. einige Fails. Ja, und jetzt haben halt mehrere Mal geschrieben, ey Harzi, kannst du nicht mal auch ein Video machen mit Win-Situationen, also wo man wirklich was gemeistert hat. Und da habe ich gedacht, okay, wäre vielleicht auch mal ganz cool. Und deswegen habe ich gedacht, probieren wir das einfach mal aus. Und deswegen könnt ihr diesmal auch Videos schicken, wo ihr zum Beispiel, was weiß ich, den übelsten Wheelie macht oder einen krassen Kennzeichenschleifer oder irgendeine Situation, die ihr übelst krass gemeistert habt, einfach oder irgendeinen übelsten Hango fährt oder was weiß ich auch immer. Auf jeden Fall irgendwas Besonderes, was halt auch nicht normal ist. Dann könnt ihr das auch natürlich jetzt schicken, aber bitte schreibt in die E-Mail-Adresse, in die E-Mail mit rein, dass das eine Win-Situation ist, damit ich das so grob zuordnen kann, weil ansonsten weiß ich nicht, was Fail und was Win ist. Auch einfach, wie gesagt, an die E-Mail-Adresse schicken. Ja, und wir fangen jetzt einfach mal an, die Videos zu gucken. Okay, die ballern auf der Wiese rum. Oida. Oida, Junge. Ah, ja, da hinten ist er gerutscht. Was ist das für eine? Ich rieche gerade. Ist das ein Hast du Gaskin? Nee, ein gehört? Yamaha. Oder? Die hört sich gut an. Das ist gut gewesen. Oh, was haben wir denn hier? Das ist was Altes. Nein. Ja, wieder hoch. Ja. Aber ist gefailed. Was ist das für eine Maschine? Hä? Weiß ich nicht. Das sieht aus wie ein ganz altes Trailbike oder sowas, finde ich. Liege ich da Aber richtig? erkennt man auch nicht, ne? Nee. Sieht irgendwie aus wie ein Metallteil oder so. Ja, das kenne ich zu so gut, das ist mir vor Aber es kurzem auch war passiert. gut. Trotzdem war es nicht Ja, schlecht. nee. Jo. Wie er ausrastet. Fröhliche Nick. Oh, die sind ein bisschen Enduro-Wandern. Jo. Oder ist das ein Park? Ich weiß nicht. Jo! Einmal wegschmeißen. Oh Junge, das ist eine riesen Fahrradtruppe. Ach, der ist mit der Oma da zusammengekracht. Da Ach, da vorne. vorne. Ich habe erst auf den geachtet, Junge, die davor. Oma stürzt. Alter! Oh, der eine hat den fast noch ein Fahrrad erwischt am Kopf. Also die Oma. Okay, der ist einmal weggerutscht. Hä? Hey, Duro, Junge. Okay, Crossstrecke. Ja, da rutscht er wahrscheinlich auch weg, ne? Hier in der Kurve hat er gerade voll Power gegeben. Aber es sieht echt sandig da aus. Aber es ist eine coole Strecke, die über so abgesteckt ist hier mit diesen Straßenteilen da. Fehlt gerade der Name dafür nicht ein. Ja, weggerutscht. Ja, viel zu weggerutscht. Oh. Was ist das denn schon wieder für ein heißer Ofen? Mit Gangschaltung oder was? Was soll denn das sein? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also, falls es auch jemand weiß, schreibt es mal in die Kommentare. Wow! Hä? Auch weggerutscht oder so, ich weiß nicht. Ich hab's nicht gesehen. Der hat sich mal heftig aufs Maul gepackt. Aber ich glaube, es ist gut ausgegangen. Okay, hier haben wir keinen Ton. Aber ich wette, der gibt gleich Gas oder so und wird hinterhergeschliffen. Ich weiß nicht, ich ahne es. Ja! Ich hab's irgendwie schon geahnt. Er macht einen Mofa, really. Das sieht immer so komisch aus, finde ich.
Jawohl. Was das kommt mir auch so bekannt vor, ich weiß nicht warum. Ach, der ist im Reifen drinne. Ja, wie geil ist das denn? Ja, das ist geil, aber überleg mal, der wird auch in den Stamm oder so rein. Alter, der hat sich sonst was gebrochen. Einmal wegschmeißen. Oh! Ich meine, das ist einfach eine geile Farbe, Junge. Das ist doch irgendwie so ein Rot oxidiert oder sowas. Das war gut. Sag mal, das Video sagt mir doch was. Ja, man, mir auch. Hat wir das nicht letztes Mal schon? Ja. Aber ich glaube, letztes Mal war es mit einer anderen Maschine, wenn ich mich nicht täusche. War es letztes Mal nicht so was Harley-artiges oder sowas? Oder so ein alter Ofen? Aber es war auch kein Fail. Nee. Da haben wir schon wieder so einen alten Ofen. Was ist denn das jetzt schon wieder? Das ist eine Simson. Das ist eine Simson. Ich finde es immer so lustig, wenn die mit diesen Simson oder mit der Mofa einen Wheelie machen, dass sie immer diese Füße so runter machen. Ich finde das immer mega lustig. Ja, aber auf jeden Fall nice. Tausend Jahre später. Auf jeden Fall Respekt, dass er so lange mit geschafft. Jetzt kommt Weißbandreifen drauf. Ja, das war gut. Das war auf jeden Fall gut, aber es war kein Fail. Okay, jetzt geht's ab. Oh, nee. Das ist auch eine Simson, oder? Und er sitzt da hinten im Hänger drin. Ich würde mich da niemals freiwillig einsetzen. Kann doch schief gehen. Ich sehe es schon. Dass du auf die Idee noch nicht kamst mit so einem Anhänger, ne? Das wundert mich. Ich habe schon mal gesagt, also wenn ich mir bald einen Mofa hole, kommt definitiv auch ein Anhänger. Also. Ich setze mich da nicht rein. Nein, das auf gar keinen Fall. Viel zu gefährlich. Ich würde mich da auch nicht reinsetzen. Ich habe da viel zu viel Angst. Junge, er ballert da auch noch. Also ich möchte mal sagen, bestimmt 50 km/h schnell oder so. Ich würde mich da nicht reinsetzen. Schreibt mal unten in die Kommentare, würdet ihr euch da reinsetzen in den Anhänger? Also ich nicht. Jetzt bremst er. Ja, bis jetzt alles. Jetzt hat er. Machen sie Offroad-Action oder was? Ja. Nee, der dreht, was macht der da? Der hat doch hinten drin nein, die Arschkarte. Nein! Was denn? Der macht jetzt noch ein Wheelie oder was? Ja, tatsächlich, Alter! Ach, hör auf! Yo! Jetzt total krank, Mann. Was ist los mit dem? Er macht erstmal ein Wheelie noch. Oh, das sehe ich schon, das ist ja nicht böse irgendwie. Oh. Naja gut, er ist ja weich gelandet, so einigermaßen, ne? Oh, es hat trotzdem bestimmt weh. Da möchte ich auch kein Kerl sein, ehrlich. Ja gut, das könnte Lossi oder so sein, ne? Was sieht das nicht aus? Sieht geil aus, da zu fahren. Aber nicht schlecht. Einmal hinlegen. Voll Baumring von hier. Ja, der wird doch wohl auch gleich hier am Gas hängen bleiben oder so. Das ist ein Zündapp-Morfer. Sicher, so eigentlich gefahren bin. Oh, schon wieder vorbei. So, das war's schon wieder. Tja, waren aber wieder gute Fails dabei. Aber wir brauchen mehr. Genau, wir brauchen viel mehr. Aber den Fail mit der Simson, den Wheelie und den Anhänger, den fand ich am besten. Also, ja. Der erst dieses kleine ein bisschen Offroad so, und dann, aber am geilsten, dass er wohl den Wheelie dann noch zieht, Mann. Also, ich hätte da Todesangst. Hat er nochmal einen draufgesetzt. Also, für mich wäre das überhaupt nichts. So, wie gesagt, ihr könnt Videos schicken unten an die E-Mail-Adresse, ob Fail oder Win, bitte mit reinschreiben. Ansonsten lasst auf jeden Fall ein Like und einen Kommentar da. Ja, jetzt noch eine kleine Ankündigung. Ich bin jetzt am Wochenende, fliege ich nach Spanien. Da werde ich was ganz Besonderes fahren. Nämlich eine neue 125er, die jetzt so gesehen auf den Markt kommt.
Ja, die gibt's noch nicht, die gibt's schon zwar zu kaufen, aber die ist noch nicht auf dem Markt. Also lasst euch überraschen. Ich denke, nächste Woche dazu werden die Videos kommen. Also, bis dahin. Ciao, ciao und tschüss. Also, checkt die Merch ab.